bei Botananda aus Essen, Kupferdreh, und es gibt hier ein Krankenhaus, es gibt hier ein Stadion, ein Aldi, ein Penny und was es sonst noch gibt, das seht ihr jetzt. Los geht's. So, und ganz wichtig, habt ihr gesehen, die Feuer- und Rettungswache Nummer 6 hier für Stadtgebiet Kupferdreh in Essen. Wahnsinn, beschaulicher kleiner Stadtteil. Alles wirkt hier noch wie damals, so ein bisschen verschlafen. Und ganz besonders, es gibt hier noch ein Stadtbad. Das finde ich richtig, richtig erwähnenswert. Und hallo! Rufen sie schon. Und wer kennt ihn noch von damals? Eine Weltladen. So, eine echte originale Bude. Ein Fahrradladen. Weiter geht's. Eine Kneipe. Optiker, Tabakwarenladen. DM Bäckerei. Und eine Bushaltestelle. Wir laufen einfach mal ein kleines Stückchen hier die Kupferdreher Straße entlang. Schlüsseldienst, Terrassenüberdachungen, Wintergärten. Rechts lang geht es direkt zum Baldeneysee. Eine Sporthalle, Aldi, ganz wichtig. Ja. Kannst du dir die Wimpern machen lassen. Aber einfach eine Wäscherei, ne? So, sehr wichtig, sehr, sehr geil und auch ganz besonders. Hier ist eine Außenstelle vom Ruhrmuseum, und zwar das Mineralienmuseum hier in Essen-Kupferdreh. War ich selber auch noch nicht drin, immer wieder viel von gehört. Muss ich demnächst auch mal machen. Also hier, Kupferdreh, das Mineralienmuseum. Alles in allem ein gesunder Ladenmix, wie es sich für einen wunderbaren kleinen Stadtteil gehört, so wie ich ihn von damals noch kenne. Und ich hoffe mal, dass sich das hier alles noch ein kleines bisschen hält. Eine Bücherei, Schreibwarenladen. Und da gehen wir gleich hin. Ganz wichtig, eine Pommesbude. Das testen wir auch gleich mal. Der nächste DM, Backwaren vom Vortag, Diakonieladen. Da hinten Bahnhof Kupferdreh. Ja, mir gefällt das ganz gut. Also so richtig bin ich hier noch nie durchgelaufen. Irgendwie rauscht man mal hier mit dem Auto entlang. Also ist auf jeden Fall mal sehr empfehlenswert, einfach mal sein Auto abzustellen, vielleicht am Baldeneysee, und läuft hier so ein bisschen die Straße auf und ab. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Ja, natürlich darf ja auch ein anständiger Dönerladen oder Pizzeria nicht fehlen. Das kriegt ja alles hier wunderbar, alles, was das Herz begehrt. Sushi, auch geil. Jo, und gleich eine Eisdiele, ihr ahntet schon, eine der sehr bekannten Eisdielen hier in Essen. Vielleicht wisst ihr das schon. Natürlich wird hier auch gebaut. Da, Essener Wanderfreude, aufgepasst, natürlich wird euch euer Weg auch hier durch Kupferdreh führen, auf einen der bekannten Steige. Ja, Autofreunde, aufgepasst. Wasserdichte Säcke, Taschen, Behälter. Hier noch ein Laden, sehr cool. Die evangelische Christuskirche. Gucken wir uns einfach mal an. Wow, die liegt hier wunderbar auf dem Berg. Muss man einmal so ein bisschen hochschnaufen. Boah, die erinnert mich so an meine Tauf- und Konfirmationskirche in Oberhausen-Schmachtendorf. Das ist der absolute Hammer, so von der Fassade her. Also Wahnsinn, total ähnlich. Ja, und hinter mir seht ihr ein altehrwürdiges Eiscafé, alteingesessen und bekannt, Eiscafé Plückthun hier in Kupferdreh. Ist echt ein Name, wirklich eine Institution. Thank you.
16,20 Euro. Currywurst, Pommes Spezial. Ich flipp aus. Ich hab gedacht, zückst du mal einen Zehner, legst auf den Tresen, sagt der 10,20. Ja, das kann doch nicht angehen. Mein Gott nochmal. Was ist denn hier los? Also gut. Dafür handgebügelt. So, lass uns nochmal eben über die Currywurst Pommes Spezial reden. Das liegt mir immer noch so ein bisschen nicht schwer im Magen, aber auf der Zunge. Ne? Also 10,20 Euro. Das geht auch ein bisschen weniger. Wenngleich, das war okay. Das war jetzt nicht das Weltbeste, aber das war eine grundweg solide und eine wahrscheinlich alteingesessene Sache. Also, der City Grill. Ich habe den Flyer nochmal hier und da würde ich sehr gerne nochmal drauf eingehen. Für 10,20 Euro gehe ich da gerne nochmal drauf ein. Also das ist im Preis inklusive, ne? Die Currywurst ist nicht gesponsert. Trotzdem mache ich hier gerne nochmal ganz kurz, ja nicht Werbung, sondern ich würde euch einmal gerne davon erzählen wollen. Also City Grill sagt, das Beste in der Stadt, guten Appetit, okay. Frisch zubereitet, klar, jeden Tag, hausgemacht, eigene Metzgerei. Daumen hoch, das gibt schon mal einen Punkt. Hier kannst du was scannen, kriegst du die Speisekarte online. Also, Laden ist okay. Kannst du so an der Straße sitzen, kannst du reingehen. Kaum hast du deine Bestellung ausgesprochen, ist das Ding auf dem Tisch. Ne? Sitzen kannst du auch noch, Toilette gibt es ebenfalls, alles sauber, alles schön. Also, tolle, ja nicht nur eine Pommesbude, sondern auch wirklich eine Imbissstube. Jede Menge Schnitzel, Schnitzelparade, gibt hier ganz viele Schnitzel, alle Schnitzel, die man sich so vorstellen kann. Jede Menge Beinlagen, unter dies und das fallen dann die ganzen anderen Snacks und Imbiss-Spezialitäten. Burger sehe ich hier gerade, Wraps, Hotdogs, Chicken, Nuggets, Wings, was auch immer. Und dann hier steht, beste Currywurst, wo gibt? 4,10 Euro. Hier steht 4,10 Euro. Beste Currywurst, wo gibt? 4,10 Euro. Ich sage das nochmal, 4,10 Euro. Und ich habe jetzt 10,20 Euro bezahlt. Und jetzt frage ich euch, ich kann ja nicht rechnen, also rechnet mal für mich mit. Wo kommt jetzt der Differenzbetrag her? Ist das jetzt die Pommes, die Soße, die Zwiebeln oder Mayo? Also nochmal, Currywurst hier, beste Currywurst, wo gibt? 4,10 Euro. Ich habe bezahlt 10,20 Euro. Boah, ja, Gyros gibt es auch noch, Salate ebenfalls, Menüs, guck mal hier, kriegst du Hackbratleber, Sülze, Schweinerolade, also hier kannst du richtig Mittagessen mit Partyservice und so weiter und so fort, trinken kannst du ebenfalls, aber war das jetzt ein Versehen? Der hat mich doch nochmal gefragt beim Abkassieren, ich habe auch so eine Nummer da gehabt, die Nummer auf, weißt du, dass man dazu zuordnen kann, sagte 10,20. Tja. Ja gut, kommen wir mal eben zu den Pommes. Die Pommes waren mir persönlich zu kross, bisschen zu dünn, zu wenig gesalzen. Also die waren mir persönlich zu hart. Hast du reingepickt, flutschten die vom Teller. Das war kacke. Die Currywurst war, glaube ich, lass es mal eine Metzgerwurst gewesen sein. Ob die Hand per Hand durchgeschnitten worden ist mit einer Schere, weiß ich jetzt gar nicht. Aber die hingen jedenfalls noch so zusammen. Hast du einmal reingepickt, drei Stücken dran gehabt. Finde ich jetzt auch nicht so geil. Soße war in Ordnung. Also solide. Ich sag mal so eine 3. Der Preis war jedenfalls, der war auf jeden Fall erste Sahne. Ich tue mich so ein bisschen schwer damit. Ich möchte das Ganze nicht ranken. Mein Ding ist es nicht, wenn einfach die Pommes zu hart sind. Ja, ansonsten ist das Ganze hier eine Institution, auch vom Preis. Auf geht's, genug aufgeregt. Zack, da bin ich wieder. Am Bahnhof Kupferdreh hier, der kulinarische Bahnhof Kupferdreh, das Lukas. Da kannst du wunderbar einkehren, toller Biergarten auch und grillen auch. Wunderbar, kannst prima sitzen unterm Schirm. Und demnächst esse ich meine Currywurst-Pommes da, wisst ihr Bescheid. Aber nicht für 10,20 Euro. Mann! Also, Lukas hier, kulinarischer Bahnhof Kupferdreh. Und jetzt machen wir einen kleinen Schlenker noch zur Hespertalbahn. Und dann sage ich euch nochmal tschüss. So, also nochmal, man soll da nicht umrechnen, aber ich habe gerade eine Currywurst-Pommes Spezial für 20 Mark gegessen. Ne? Wisst ihr Bescheid, das hat damals 3,50 Mark gekostet. Im Sonderangebot oder 5 Mark, so unter der Woche.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleiner Abendspaziergang durch den Stadtteil Essen-Kupferdreh. War ich bisher noch nicht. Einmal durchgelaufen. Habt ihr gesehen, ist ganz nett. Das ist wahrscheinlich die teuerste Pommesbude in ganz Essen. Kann man hingehen. Grundsolide Sache. Aber für den Preis ist das auf jeden Fall schon sehenswert. Man kriegt eine Menge geboten. Also das ist wirklich was ganz Besonderes. Ich werde das im Auge behalten. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal vorbeigehe. Aber preislich, Freunde, City Grill, ihr seid auf jeden Fall ganz weit vorne dabei. Schönen Dank fürs Zuschauen. Und bis bald, sagt euer Schrömi von Potternander. Ciao.